Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Butchern. Es ging ja immer noch darum, dass wir noch nicht herausgefunden haben, wo Wasser ist. Nein, das war ein Quatsch. Wirklich, ich weiß, wo Wasser ist. Da werden wir jetzt mal kurz hinfahren, wenn wir einen Kurs machen. Damit die Schafe auch ein bisschen Wasser kriegen, weil ohne Produktion, ne? Oder ohne Mampf kein Kampf, wie sagt man. Nur von unten von der Produktion, das ist echt ein weiter Weg nach Hause. Stelle ich gerade fest. Ist auch noch eine Kuhweide? Sind wir wieder beim Hof. Das Schöne ist, da ist schon echt viel Route eingefahren. Und so viel brauchen wir dann gar nicht. Und gleich falsch gefahren. Na, ich glaube, das muss ich mal eben kurz von außer die Trecker machen. Well. Brechschemelkönig. So, das bleibt jetzt so. Wenn wir kurz einblenden. Gülle Mist. Können wir nämlich von hier auch eine Kurve bauen, glaube ich. Das sollte passen. Nimm den. So. Hier ist nämlich dieser Wasserträger. Wenn ich jetzt nochmal rausfinden könnte, ob wir die Befüllung auch starten können von hier. Ja, Anhänger auffüllen, das passt, wenn er das macht. Dann setzen wir nach der Lunke den nächsten Punkt. Hier setzen wir dann den Punkt Wasser aufladen. Ich denke mal, dass es maximal zwei bei Anhänger sind, die da reingehen, also pro Stall, pro Schafstall ein. Das ist immer Plus drücken, nicht Minus drücken. Wisst ihr, was passiert, ne? Taste Minus, Aufnahme weg. Alex macht weiter, wundert sich, warum er ein Ende anspricht. Obwohl es noch kein Ende ist. Wir machen das jetzt erstmal eben so fertig, dass wir hier jetzt... Das ist jetzt dein Ernst, ne? Ich wusste, dass das passiert. Das ist auch überhaupt nicht schlimm.
werde die einfach löschen, die Punkte. Werde dann halt einfach manuell irgendwo hier so einen scharfen Punkt einfahren oder sowas. Den nenne ich jetzt Schafe. Zack. So, dann gibt es doch abholen, genau. Das machst du beim Wasserladen. Wasser aufladen. Ja, wie zieht so wahnsinnig. Und dann fährst du zur Schafe. Hopp. Schafe. Natürlich jetzt eine Riesenrunde. Aber was soll's. So, das hat er abgeladen, das hat er fein gemacht, finde ich gut. Wir uns nämlich darum kümmern, dass wir den Striegel kriegen, weil ich glaube, die Seemaschine ist auch fertig. Erstmal eine saubere Runde hier kriegen, hinkriegen, dass wir in die Maschinenhalle kommen. Dann legen wir den Striegel an den MB-Truck. Ich glaube, der kann das wohl haben. Also vom Gewicht meine ich. In den Ladewagen muss ich einmal kurz die Sicht wechseln. Abstellen und zum Shop. Den Striegel holen. Die mieten wir aber bloß. Wieder einfach in der Einbahnstraße reingefahren. So ein Frechtags. Guck mal, der böse Hund. Wuff, wuff. Der ist fertig, wa? Genau jetzt in diesem Moment. Nee. Huch. So mit Lenkrad würde das nicht so aussehen. So, P. Dann gehen wir mal an die guten Mods und gucken mal, was der für einen Leistungsbedarf hat. 150 PS, guckt mal an. Mieten, zack. Ich hoffe nicht, dass er zu schwer ist, ey. Ja, ich kann meine Finger halt nicht von den E-Lines lassen. Feld 6 war das, ne? Wo die Seemaschine steht und... Ja, siehst du. Müssen wir mit dem Massey Ferguson ganz schnell Saat holen und dann die 10 machen.
Eigentlich hatte ich jetzt vorgehabt, wir machen noch einen Frontlader an in dem B-Truck, aber irgendwie habe ich das jetzt gerade verpasst. Level 10. Warte mal, geht das dann auf? Ist ja geil. Das ist ja geil. Öffnen, schließen, 7, 4 Vorgewände. Ja. Das ist jetzt aber nicht über Silo. So. Ach. Wir sind da, wir stellen jetzt aber bloß den Anhänger hier hin. Guck mal, ob ich den da rückwärts reinkriege. Ich würde sagen, ja. Nicht mal über die Kante. Nicht mal über die... Doch. So. Du fährst dann zum... Ufsilo, genau. Aber ich glaube, bei dir konnte man keine mehr ranbauen. Keine Frontladerkonsole. So, Wasser hast du geladen. Und warum machst du das nicht? Anhänger befüllen, kann ich hier jetzt machen. Manchmal, ich verstehe nicht. So. Warum eigentlich zu Feld 6? Welches Feld ist denn das da? 9, ne? Gott. Ne, 8. Mach nur Mist gerade. Ich glaube, es ist höchste Zeit, aufzuhören mit Aufnehmen. So. Ganz normale Route. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn es noch nicht getan ist und willst wissen, wie es hier weitergeht, dann lass ein Abo da. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn es heißt, denke mal Likes auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Axel. Tschüss, macht es gut, bis dann und ciao.